So, da sich Clarion ja aus dem Zubehörmarkt für Kfz-Radios zurückgezogen hat, mussten wir eine Alternative suchen. Wir haben uns für die Top-Produkte von Alpine entschieden und möchten euch hier das ILX 702D vorstellen. Wir machen jetzt erstmal ein klassisches Unboxing, damit ihr seht, was im Paket enthalten ist und was bei unserem Kit dazugehört. Ja, das heißt also, es ist ja nicht nur das reine Gerät, was ihr bekommt, sondern es kommt noch ein bisschen mehr dazu, damit es auch fix und fertig für euer Fahrzeug dann eingebaut werden kann. Ja, starten wir erstmal. Hier haben wir schon den Karton. ILX 702D, fragt mich bitte nicht, wofür dieses ILX steht. Ich habe keine Ahnung. Bei Alpine sind die Namensgebungen sehr wirr, wie ich finde. Ich weiß auf jeden Fall, dass die 7 hier vorne für das 7-Zoll-Display steht. Ja. Also, was haben wir hier? Karton, Alpine, ILX 702D, 7-Inch Monitor Receiver, Bild und noch eine ganze Menge Logos hier unten. Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, Made for iPod, iPhone, HDMI, DAB Plus, FLAC, Bass, Engine und TMC. So, das gleiche haben wir dann hier auf der Seite noch und packen das einfach mal aus. So, jetzt haben wir hier eine Packung mit ganz viel Papier. Da ist auch eine CD dabei mit, was steht da drauf? Owner's Manual, Modeemploi oder so. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich Französisch. Und ganz viel Papier. Wer Langeweile hat, kann das als Bettlektüre nutzen. Interessiert mich gerade nicht. So, dann haben wir hier, ihr seht es schon, eine ganze Reihe Adapter. Gehen wir die mal kurz durch. Ein Einbaurahmen, den brauchen wir nicht mehr, weil es gibt zu unserem Kit einen spezifischen, einen fahrzeugspezifischen Adapter, einen Einbaurahmen, der dann für den 350 bzw. 370Z passt. Ja, hier haben wir den Kabelsatz auf ISO. Hier haben wir noch einen Klinkenadapter. Was haben wir hier? Was steht hier drauf? Speedsensor. Ja, das ist also für den Anschluss für den Monitor selber. Und zwar ist es ja so bei den Monitorgeräten, ihr könnt natürlich eine Videodatei zum Beispiel abspielen, aber rein rechtlich geht das nur, wenn das Fahrzeug steht bzw. die Handbremse angezogen ist. Ja, das heißt, so eine Speedsensor-Kabel wird zum Beispiel ans Handbremssignal angeklemmt oder an kann High, kann Low oder Geschwindigkeitssignal, wie auch immer, damit das Radio weiß, dass ihr steht. Ja, wenn man das nicht möchte, dann gibt es Möglichkeiten, sage ich mal so. Ich möchte sowas natürlich nicht verbreiten, so eine illegalen Sachen. Ja, dann haben wir hier noch ein USB-Kabel, natürlich auch dabei. Wir haben hier nochmal ein Kabel, eine kleine Peitsche. Was haben wir hier? Steering Remote ist da gekennzeichnet. DVD Remote, Remote In, Monitor Remote, Remote Out, Mikrofon In und DVD Status In. So, noch eine Peitsche. Das sieht aus mit ganz vielen Chinch-Kabeln für einen Verstärker zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr externen Zubehörverstärker noch dran habt mit einem Subwoofer oder ähnliches, dann braucht ihr auch das Kabel. So, ein paar Schrauben und ein Halter. Hier ist noch ein externes Mikrofon dabei. Normalerweise, das ist der Halter für das Mikrofon, reichen auch interne Mikrofonsysteme, finde ich jetzt so beim Z. Also, es war bis dato eigentlich nie großartig notwendig. Und hier haben wir eine GPS-Antenne noch dabei. Das GPS-Antenne? Inklusive GPS-GLONASS-Antenne. Ja, aber warum? Das Ding hat doch kein Navi. Und ein Gerät. Warum haben wir uns für Alpine entschieden? Und zwar finde ich, Alpine hat eine sehr, sehr gute Qualität. Ich nehme den Karton mal nach unten. Sehr gute Qualität. Und ihr seht es schon hier, wir haben nur eine halbe Bauhöhe. Ja, das heißt, das Gerät kommt natürlich ohne Laufwerk. Aber dafür haben wir mehr Platz, um den ganzen Kabelkram hier quasi hinterm Radio zu verstecken. Das hatten wir früher mit den Clarion-Geräten. Die hatten halt volle Bauhöhe und auch ein Laufwerk teilweise mit drin. Immer das Problem, wir hatten hier so einen riesen Klotz und mussten in diesem kleinen Schlitz, den wir da quasi hinter dem Radio hatten, den ganzen Kabelsalat hinpacken. Mit Lenkradfernbedienungsadapter und so weiter und so fort. Ja, und da haben wir jetzt hier natürlich ein bisschen mehr Platz, wie ihr seht. Ja. Jo.
Ja, jetzt haben wir hier hinten quasi nochmal die ganzen Anschlüsse, wo ich jetzt noch nicht drauf eingegangen bin, weil das Kabel auch nicht dabei liegt, ist halt die HDMI-Geschichte. Das heißt, ihr habt hier noch ein HDMI-In, HDMI-Out-Port. Das heißt, ihr könnt halt auch eine HDMI-Quelle einschleifen, Videosignal in Full HD zum Beispiel oder ähnliches. Oder bei Apple CarPlay ist sowas teilweise auch notwendig. Ja. Ja, Pre-Out, Remote, Power Control, GPS. Wieso haben wir eine GPS-Antenne hier dran? Das ist eine gute Frage. Das ist auf jeden Fall der Stecker. Das ist der Stecker. Ja, das ist eine GPS-Antenne auf jeden Fall gewesen. Ja, also, müssen wir gleich nochmal schauen. Ich denke mal, das ist für die Geschichte Apple CarPlay, Android Auto. Ja, ihr könnt natürlich auch eine Navigations-App nutzen und damit halt nicht das GPS-System vom Handy genutzt wird, könnt ihr zum Beispiel auf eine externe GPS-Antenne zugreifen. Ja, das ist mir auch selber neu, aber ist eine schöne Funktion. Ja. So viel dazu. Wir werden das Gerät mal anschließen und dann geht es weiter mit dem Funktionstest. So, jetzt zeige ich euch mal, wie einfach das ist, das Telefon mit dem Gerät zu koppeln. Dazu geht ihr in das Telefonmenü. Ihr seht, ihr könnt mehrere Geräte koppeln. Wir gehen hinten auf die Lupe. Bluetooth muss natürlich eingeschaltet sein. Und jetzt sucht er nach dem Gerät. Also nach meinem Telefon. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, ihr seht jetzt, das Telefon wurde gefunden. Jetzt könnt ihr entscheiden, ob ihr das Gerät nutzen möchtet nur zum Telefonieren, nur für die Audiowiedergabe oder für beides. Ich möchte jetzt mal beides machen, deswegen klicke ich das hintere. So, jetzt fragt er nochmal, ich zeige euch das mal hier, jetzt fragt er nochmal nach dem PIN, ne, auf dem Gerät. Jetzt sagen wir hier koppeln und sagen hier okay. Und jetzt fragt er hier nochmal, ob er die Kontakte synchronisieren darf. Das möchten wir jetzt mal erlauben. Und somit ist das Telefon verbunden. Also relativ easy. Ihr habt jetzt im Telefonmenü, ich soll jetzt mal hier schließen, alle Kontakte, die Anruflisten mit drin und und. Also können wir kurz mal zeigen. Jetzt hier ins Telefonmenü reingehen. Da seht ihr die Anrufliste, Kontakte. Dauert jetzt einen Moment, bis das runterlädt, das Telefonbuch, aber das geht relativ schnell, trotz der vielen Kontakte, die wir hier drin haben. Also das funktioniert ganz gut. Ja, was allerdings richtig schick ist, das ist, wenn ihr das Gerät per ganz normalen USB auf Lightning-Kabel verbindet, weil dann habt ihr Apple CarPlay. So. Jetzt haben wir es schon. Ihr seht, unten ist das Menü erweitert worden auf Apple CarPlay. Und wenn wir jetzt hier mal drauf gehen, dann seht ihr die Apps, die unterstützt werden. Das sind jetzt nicht unbedingt Apps, die ich jetzt wegen CarPlay runtergeladen habe, sondern einfach, die bei mir drauf sind. Ne? Ihr habt jetzt die Karten-App, die ganz normale Nachrichten-App. Ihr habt Amazon Music, was ihr nutzen könnt, was halt ganz interessant ist. Und Spotify, TuneIn Radio und WhatsApp, die ihr genauso nutzen könnt. Ja, also das ist halt, wenn ihr Spotify anklickt, könnt ihr direkt auf eure Playlisten zugreifen. Diejenigen, die glaube ich bei, wo war denn das, bei Telekom sind, die haben ja glaube ich noch so einen zusätzlichen Dienst, den ihr nutzen könnt, ohne dass euer Datenvolumen verbraucht wird. Das ist ganz interessant. Apple Karten geht natürlich genauso. Über diese App könnt ihr natürlich dann auch navigieren. Ja, ihr seht, es wird alles angezeigt. Das heißt, ich brauche jetzt 28 Minuten bis nach Hause. Das ist schon alles mit drin. Also das funktioniert hervorragend und somit braucht ihr nicht zwingend ein Gerät mit Navigation, weil das funktioniert ganz genauso mit der Apple Karten App. Natürlich funktioniert auch Siri. Ja, das ist, wenn ihr jetzt hier über die Voice-Taste geht, die gedrückt halt, dann habt ihr auch Siri. Hallo Siri. Also die will jetzt natürlich was wissen. Ich habe gerade keine Frage für sie, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Und die gleichen Funktionen habt ihr natürlich auch mit Android-Systemen. Android Auto heißt das dann.
Und was nicht funktioniert, wo die Frage immer wieder auftaucht, das ist natürlich YouTube. Apple CarPlay ist natürlich wasserdicht, was Legalität angeht, und bewegte Bilder während der Fahrt sieht der Gesetzgeber so ungern, und deswegen funktioniert oder gibt es YouTube nicht als Apple CarPlay App oder Android System. Das funktioniert nicht. Ja. Also das könnt ihr, wie gesagt, über eine HDMI-Schnittstelle realisieren, wenn halt entsprechend das Geschwindigkeitssignal nicht da angeklemmt wird, wo es eigentlich hingehört. Ja, also dann könnt ihr auch theoretisch während der Fahrt ein Filmchen gucken oder YouTube oder was auch immer, aber das ist, wie gesagt, nicht legal. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, das sind halt die Highlights von dem Gerät. Ihr könnt natürlich hier, ist der Home-Button nochmal ersichtlich, wieder zurückkommen, und wenn ihr hier im Main-Menü geht von Alpine, seid ihr natürlich wieder im Main-Menü drin. Also das ist ganz cool, wie ich finde, und somit könnt ihr euer Funktionsumfang von dem Gerät massiv erweitern durch die Möglichkeit Apple CarPlay und Android Auto. Der Bereich, wenn wir jetzt hier an den Shortcut allgemein mal gehen, Sound, der ist mega umfangreich. Also das ist wirklich extrem. Klar, hier seht ihr die ganz normalen Einstellungen. Das ist ja nichts Besonderes. Aber wir haben hier so eine Equalizer Presets. Das heißt, das sind so voreingestellte Equalizer-Kurven. Die könnt ihr natürlich nach eurem Geschmack nutzen. Und wir können hier wieder in diesen Shortcut-Bereich gehen. Wir haben hier so einen Dual-HD-Equalizer, wo wir wirklich sehr umfangreich über die ganzen Frequenzbänder den Equalizer einstellen können. Das sogenannte X-Over oder Crossover ist dann quasi die Frequenzweiche, die wir hier nutzen können. Das ist schon wirklich Porno. Also das ist richtig gut gemacht, muss ich sagen. Genauso wie die Laufzeitkorrektur. Das hat wirklich nicht jedes Radio, und das ist vom Funktionsumfang schon richtig gut. Machen wir noch ein kleines Resümee. Und dann war es mit der Vorstellung vom ILX 702D. Ja, im Groben und Ganzen war es das eigentlich schon. Natürlich haben wir jetzt nicht jeden Menüpunkt gezeigt. Das ist klar, das würde jetzt den Rahmen einfach sprengen und natürlich auch das Interesse vielleicht ja nicht unbedingt wecken. Es ist halt ein bisschen sehr technisch und trocken dann auch. Aber wer die genauen Daten haben möchte, wir haben ein Datenblatt in unserem Shop drin. Und von daher kein Problem. Wie gesagt, wir haben nicht nur das Radio, sondern es ist bei uns immer ein Kit. Wir haben jetzt hier im Speziellen die Radioblende für den Nissan 370Z, ja, plus den Adapter Lenkradfernbedienung. Wir haben natürlich auch für das 350Z Modell 301 PS, 313 PS oder halt die fahrzeugspezifische Blende für den 280 PS 350Z. Natürlich alles im Kit enthalten für das jeweilige. Ne? Das heißt also, ihr kriegt immer nur eine Blende für euer Fahrzeug speziell. Ja, das ist es. ILX 702D, ich finde ein sehr schönes Gerät. Liegt preislich natürlich auf einem höheren Niveau als die anderen Geräte, die es auf dem Markt gibt. Aber der Support und der Funktionsumfang und die Qualität von dem Gerät ist natürlich schon sehr, sehr gut, und ich finde halt auch, dadurch, dass man halt die halbe Bauhöhe hinter dem Display hat, hat man beim Einbau deutlich weniger Probleme, weil wir haben wirklich, wie eingangs schon erwähnt, immer das Problem, wohin mit dem ganzen Kabel, ja, weil ihr seht, bei dem Lenkradfernbedienungsadapter ist halt auch nochmal ein Kabelpaket, dann je nachdem, ob ihr nochmal eine Kamera anschließt, das könnt ihr natürlich bei dem Gerät genauso, eine Rückfahrkamera anschließen. Zusätzlich, wie gesagt, HDMI-Kabel, die nach hinten kommen, ein USB-Kabel und ich weiß nicht was alles, was da noch an Kabel angeschlossen wird. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, und das hilft natürlich beim Einbau, und deswegen haben wir uns für dieses Gerät entschieden. Wenn ihr Fragen zum Gerät habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Like und über einen Kommentar. Und somit verbleibe ich bis zum nächsten Video. Euer Tino.